Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's bei Pokémon Kolosseum. Ich habe rausgefunden, wo es das letzte Mal gehangen hat, und es war so ziemlich das Dämlichste, was es gibt in solchen Spielen. Und es war wirklich ein einfach nur dämlicher Trigger-Fehler, Scripting-Fehler, keine Ahnung. Wir haben nämlich beim letzten Mal das Bücherregal von hier angesprochen. Auf dem Boden sind Kratzspuren, möglicherweise von dem Bücherregal, Fragezeichen. Wir müssen das Bücherregal aber von rechts ansprechen. Ist das nicht logisch? Wer würde da nicht drauf kommen? Neben dem Bücherregal befindet sich ein Schalter. Schalter betätigen, ja. Was ein Kack, ganz ehrlich. Ach, Mann. Wegen sowas hängt man eine Viertelstunde an diesem Spiel. Egal. Wir sind jetzt jedenfalls in so einem komischen Geheimraum, Höhle mit Wasserfall. Wer macht bitte sowas hierhin? Egal. Gerade deshalb, Leila. Wir müssen etwa irgendetwas unternehmen, um sie aus den Händen dieser. Huch! Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wie seid ihr beiden denn hierher gekommen? Hier reingekommen. Seltsam, mein kleiner Bruder dort sollte eigentlich Wache halten. Seid ihr Freunde von Papa? Ich bin Leila. Freut mich, euch kennenzulernen. Aber jetzt haben wir keine Zeit für euch. Wir besprechen gerade sehr wichtige Dinge. Kommt doch einfach später wieder noch einmal vorbei. Die Großen reden nur und mir ist langweilig. Dabei würde ich viel lieber mit meinen Puppen spielen. Ja, toll. Jetzt gehen wir hier rein. Das, ja, löst es aus. Wir gehen wieder raus und oh mein Gott. Grand, wie lange willst du diese Stadt noch noch diesem The Queen überlassen? Er und seine Leute benutzen dich und das Kolosseum. Was ist los mit dir? Hast du etwa deine Seele verkauft? Pah, keine Antwort ist auch eine Antwort. Das war eindeutig. Der Mann, der eben rausrannte, heißt Slam. Er ist eigentlich ziemlich gut befreundet mit Grand. Aber irgendwie sah er gerade recht wütend aus. Hab richtig Angst bekommen. Joa. Gut, hallo, Grand. Tut mir leid, ich habe in letzter Zeit wirklich viel zu tun, ich um mich. Zu viel zu tun, um mich um euch zu kümmern. Ja. Sehr gut. Und das löst jetzt aus, dass wir das Kolosseum können und der Kampf vorbei ist. Ist es nicht toll? Ja. Tolle. Triggering. Kacke. Scripting. Kacke. Whatever. Ah ne, es löste mich das hier aus. Hilfe, Hilfe! Etwas furchtbar. Bitte Hilfe! Im Haus, der alte Slam hat. Slam hat. Oh, was macht Slam nur für Sachen? Einfach hier ein Zahnrad stehlen. Da hat das Kolosseum noch keinen Strom mehr. Was ist hier los? Sind Sie in Ordnung? Mir ist nichts passiert, aber es ist meine Schuld. Ich hätte nicht gedacht, dass Slam. Warum hat er das nur getan? Aber Slam, ihm hat Gror doch immer vertraut wie einem Bruder. Warum sollte ausgerechnet er? Das würde ich auch gern wissen. Und dann rief er noch so einen Unsinn wie: Dieses Kolosseum muss unter allen Umständen geschlossen werden. Danke, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt, ihr jungen Leute. Mir geht es schon wieder gut. Eine Bitte habe ich allerdings noch. Wollt ihr sie anhören? Wenn das Kolosseum keinen Strom hat, verliert die Stadt ihre wichtigste Einnahmequelle. Sucht bitte das Zahnrad, das Slam gestohlen hat. Es wäre wirklich wichtig. Okay. Jo. Und an dieser Stelle war dann an das, was ich mich erinnern kann, dann doch wieder mehr oder weniger richtig. Weil ich habe mich an irgendwas erinnert, was wir auf der Baustelle machen müssen. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was wir auf der Baustelle machen mussten. Natürlich, das Zahnrad, was Slam gestohlen hat, hat er da irgendwo deponiert. Warum auch immer. Ist halt so. Jo. Und zwar blinkt das hier irgendwo auf dem. Ah ne, hier hinten ist es doch. Sozi findet ein Zahnrad für die Windmühle. Sozi erhält ein Zahnrad. Iha. Und das war, also das eben mit dem, naja, da bin ich jetzt irgendwie wütend auf das Spiel. Ich meine, wie kann man denn sowas bitte? Da sucht man sich doch dämlich dran. Ganz ehrlich, das war fail. Kann man nicht anders sagen. Egal. Ihr habt eine Stunde, ihr, nicht eine Stunde, ihr habt einen Part ohne, ja, wirklichen Erfolg gehabt. Und ich hoffe, ihr seid genauso wütend wie ich.
Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls geht's jetzt wieder weiter. Jiha. Und nein. Och Mann. Ich laber schon wieder und laufe in irgendwelche Richtungen, in die ich nicht gehen soll. Und das ist schlecht so. Ab zum Generatorraum. Und zwar. Es tut mir so leid. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay, kein Grund zur Sorge. Wirklich? Da bin ich ja beruhigt, aber ich frage mich, was Slam sich dabei gedacht hat. Ich bin sicher, es fiel ihm selbst schwer, aber offenbar war er überzeugt davon, dass ihm keine andere Wahl blieb. Ich kenne Slam. Aber was grübeln wir, Grau? Sieh mal hier rüber. Oh, ihr? Ich glaube, du solltest dich besser bedanken, Grau. Ja, das ist das Zahnrad. Das ist doch das Zahnrad. Und ihr habt es gefunden? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte verzeiht meine schroffe Art. Ich kann euch wohl doch vertrauen. Ich danke euch jedenfalls von Herzen. Wirklich, vielen Dank. Gut, jetzt bauen wir das Zahnrad wieder genau da ein, wo es hingehört. Jo, dann ab geht's. Hier fehlt ein Zahnrad. Basis-Items. Das erste Mal, dass wir die Basis-Items zu sehen bekommen. Bauteil für die Windmühle benutzen. Ah, das ist eine Windmühle. Ja, eine Windmühle, die Strom generiert. Toll. Perfekt, alles bereit zum Start und los geht's. 30 Jahre drehe ich am Rad. Yay. Und die Windmühle dreht sich wieder. Das Kolosseum wird wieder mit Strom versorgt. Wir haben unsere Aufgabe absolviert. So muss es laufen. Jetzt ist alles wieder in Ordnung. Gut. Ich denke, du bist mutiger, ein mutiger und ehrenhafter Mann. Deshalb habe ich eine Bitte an dich. Willst du mich anhören? Ja. Danke. Ich möchte, dass du am nächsten Turnier im Kolosseum teilnimmst. Du musst siegen, um für mich herauszufinden, was dort nach dem Turnier passiert. Ich bin sicher, du schaffst das. Man erkennt sofort, dass du kein gewöhnlicher Trainer bist. Ich glaube an dich. Bitte, lass mich nicht im Stich. Okay. Dann machen wir doch mal das, was er sagt. Und gehen ins Kolosseum. Ja. Ja, wobei ich nochmal aufpassen muss. Es kann sein, dass mein PC ab und zu doch mal streikt bei den Aufnahmen. Und deshalb werde ich es ab jetzt nicht mehr in der Aufnahme speichern. Denn wenn das schief gehen sollte, habe ich meinen Fortschritt gespeichert, ohne dass die Aufnahme gehalten hat. Nur so zur Info. Gut, dann sprechen wir mit der Dame, die jetzt endlich auch mal wieder uns sagen kann, dass wir teilnehmen dürfen. Danke für deine Geduld. Nun haben wir wieder Strom und die Registrierung für das nächste Turnier kann aufgenommen werden. Hallo und willkommen im Kolosseum Pyritus. Nimmst du am Turnier teil? Teilnahme. Du nimmst also teil. Wirst du mit den Pokémon antreten, die du jetzt bei dir hast? Gut, kämpfe und versuche zu gewinnen. Ja, das Interessante, in Fena kann wir erfahren, wir dürfen nicht mit Krypto-Pokémon teilnehmen. Hier allerdings schon. Eine Anspielung? Naja. Pyritus ist wohl nicht so ehrenhaft und mehr dreckig als, naja. Kolosseum Pyritus, Duell 1. Ja, wir sind jetzt tatsächlich in so einer Art Arena-Kampf verwickelt. Jeder guckt uns zu. Es wird nicht leicht für dich werden, dieses Turnier zu gewinnen. Ja, Jäger Nimrod fordert uns heraus. Wir werden hier 4 Runden bestreiten können, beziehungsweise Runde 1, Runde 2, Halbfinale und Finale. Und ja, die müssen wir alle gewinnen, um das Kolosseum Turnier, whatever, zu gewinnen. So, Iglava und Psyana. Wir gegen wen kämpfen nochmal? Ich hab's gar nicht mehr vorgelesen. Wir kämpfen gegen Schmerbe und Sandan. Schmerbe seines Zeichens Wasser und Boden. Sandan nur Boden. Gegen Boden ist normalerweise, ja, was ist gut? Wasser, Eis, Blatt, also Pflanze, nicht Blatt. Ich sage immer Blatt, aber das ist Pflanze, natürlich. Feuer sollten wir, ja gut, machen wir Flammenrad auf Sandan und Konfusion auf Schmerbe. Aber ihr merkt, die Gegner werden schon stärker, also die sind schon deutlich stärker als wir. Was bedeutet, also in diesem Spiel kann es sein, dass wir wirklich mal an eine Stelle kommen, wo wir nicht weiterkommen, weil unsere Pokémon einfach zu schwach sind. Dann muss ich wohl oder übel offscreen was machen. Das tut mir dann leid, aber ich glaube, ich will euch kein Trainieren, pures Trainieren hier zeigen. Wenn, dann wollen wir auch ein bisschen was mit Story verknüpfen. Ja, Aquaknarre, das war jetzt blöd, weil das ist sehr effektiv gegen Gelava. Das Gute an so einem Kolosseum-Kampf ist, dass wir nach dem Kampf immer aufgeladen werden. Und nebenbei Sandan brennt,
Das heißt, am Ende der Runde kriegt ihr immer was abgezogen. Und ihr merkt, er hat nur noch ganz wenig. Also, wenn das jetzt ein Krypto-Pokémon wäre, den würden wir zu 99% fangen können. Das kann man, denke ich, so sagen. Gut, Psyana Konfusion und bald dürfte das dann auch geschafft sein. Psyana sollte, ja, wie gesagt, Igelava können wir erstmal nicht trainieren. Er ist Krypto. Das heißt, wir müssen jetzt so lange warten, bis er auch befreit ist. Nur dann kriegt er Level dazu. Also ist ein bisschen bitter, aber was will man machen? So, Schmerz wurde besiegt. Hey, hey, yay. Psyana erhält und ja, gut. Psyana sollten wir aber dann eben hochleveln. Spieler besiegte Jäger Nimrod. Das Kolosseum Pyritus hat noch einiges zu bieten. Das mag ich wohl kaum anzuzweifeln. In der zweiten Runde, die jetzt gleich kommen wird. Ja, Runde 1 und 2 haben eine weniger epische Intro-Musik. Du willst dieses K.O.-Turnier gewinnen? Das ist doch grotesk. Rasa Itzler. Welche Frau heißt bitte Itzler? Ganz ehrlich, also da kenne ich persönlich eher wenige. So, ich wollte nochmal gucken, ob auf meinem PC auch alles funktioniert, aber bis jetzt geht noch alles klar. Psyana und Igelava gegen Natu und Medite. Natu ein Vogel-Pokémon. Zudem noch... Ne, ich glaube, es ist nur Vogel. Oder ist es vielleicht... Ne, ich glaube, es ist nur Vogel. Medite hier... Kampf und Psycho? Entweder nur Kampf oder Kampf-Psycho. Bei Natu bin ich mir auch nicht sicher. Vielleicht ist er auch Psycho, also... das ist schwierig zu sagen. Aus diesem Grund machen wir einfach mal Flammenrad auf Natu und auf Medite Konfusion. So, und dann sollten wir auch erkennen, ob er nur Kampf oder Kampf-Psycho ist, weil gegen Kampf ist Psycho ja sehr effektiv. Gut, es war mitteleffektiv, das heißt, er ist Kampf und Psycho. Und ich glaube, Natu ist auch Flugpsycho. Ich meine, mich daran erinnern zu können. Aber es kann auch sein, dass ich mich da täusche. Die Weiterentwicklung ist jedenfalls Psycho. Also, das ist bei Vorentwicklungen meistens schwierig zu entscheiden. So irgendwie, finde ich. Aber, naja. Konfusion, ja. Also, Silberblick hat unsere Verteidigung gesenkt. Und zwar von beiden Pokémon. Das, was Natu eingesetzt hat. Und Konfusion kennen wir ja. Übliche Attacke soll uns jetzt nicht zurückwerfen. So, Konfusion, dann dürfte das auch erledigt sein. Wunderbar. Interessant übrigens, dass wir beide dieselben Attacken eingesetzt haben in der letzten Runde, aber nein. Gut, Psyana dürfte dann auch bald Level 30 erreichen. Hoffe ich. Und bei Igelava müssen wir, wie gesagt, gucken. Ich hab's wirklich noch nie das Spiel durchgespielt mit einem Krypto-Pokémon, was ich dann so lange trainiert habe, bis es tatsächlich befreit werden kann. Sondern immer mit Nachtara und Psyana eben, aber mal gucken. Du hast ja doch einiges auf dem Kasten. Tja, hättest du wohl nicht erwartet, Alter. Kannst du mal sehen. Nein. Jetzt kommen schon epischere Intros. Und die Musik im Kampf ändert sich auch immer. Das sollte man vielleicht auch nochmal dazu gesagt haben. Du bist doch wohl auch hinter einem sagenhaften Pokémon her, was? Ich habe es nicht lesen können, aber ihr könnt es nochmal lesen, wenn es euch interessiert. Rocker Helto fordert uns heraus. Fritzelblitz und Tuska. Fritzelblitz, unschwer zu erkennen, ein Elektro-Pokémon. Und Tuska ist ein Pflanzen-Pokémon, glaube ich. Das ist wieder dieser Kack mit Pflanze und Käfer. Aber jedenfalls ist Feuer dagegen sehr effektiv. Das ist das Wichtigste daran. Ruckzuckhieb. Interessante Attacke. Ziemlich schwach. Allerdings fängt das Pokémon, was Ruckzuckhieb einsetzt, immer an. Es sei denn, jemand anders macht auch eine Attacke, die immer anfängt. Dann kommt es wieder aufs Init an. Aber generell kann man sagen, Ruckzuckhieb fängt an. So, Tuska wurde besiegt, yay, und bei dem anderen, bei Fritzelblitz hat es leider nicht ganz gereicht. So, Vulpix wird von Rocker Helto in den Kampf geschickt, und Vulpix, wie machen wir den? Wir machen Schaufler auf Vulpix, weil Vulpix ist ein Feuer-Pokémon, und Schaufler ist gegen Feuer-Pokémon sehr effektiv, weil Boden eben, Boden gegen Feuer. Schon wieder Ruckzuckhieb. Der Trainer scheint es wohl darauf so ein bisschen angelegt zu haben. Und Psyana dürfte auch bald dann Level 30 erreichen.
So wie Fritzel Blitz gerade. Und ja, das hat doch schon was. So, 300... da fehlt nicht mehr viel bei Psyana, aber naja, das kriegen wir auch noch hin. So, wir machen rechte Hand, weil Iglava sollte das schaffen. Der ist stark genug. Psyana will Iglava helfen. Ja, die Attacke von Iglava wird jetzt stark verstärkt. Ah, genau. Da hat man es jetzt gesehen, rechte Hand ist auch eine Attacke, die anfängt. Immer. Und Ruckzuckhieb eben auch. Und dann kommt es wieder darauf an, wer hat das stärkere Init. Und in dem Fall Psyana, weil Psyana würde normalerweise anfangen. Psyana versucht, Sternenschauer zu erlernen. Ja, wir bringen Sternenschauer einfach mal spaßeshalber bei. Für Reflektor oder rechte Hand? Reflektor, rechte Hand, Reflektor, rechte Hand. Rechte Hand, komm. Das braucht keine Sau. Psyana ist stark genug. Da bringt es nicht viel, rechte Hand einzusetzen. Ja, Psyana hat rechte Hand vergessen und Psyana erlernt Sternenschauer. Wir können jedem Pokémon nämlich nur 4 Attacken beibringen. Und sobald es darüber hinausgeht, müssen wir eben eine verlernen. Spieler besiegte Rocker Helto. Wow, vielleicht hast du doch das Zeug dazu, mit einem dieser sagenhaften Pokémon zu kämpfen. Davon gehe ich doch stark aus.